Jo Leute, ich bin's wieder, Yannick. Und ja, ich mache jetzt den Gravios. Ich habe nämlich mal überlegt, was ich noch nicht gemacht habe. Und zuerst mir aufgefallen, der Gravios, der fehlt noch. Mit Ukanlos, Stampfer, leider Affinität auch minus 30 und Kuschalikes. Dann grüße ich wieder ganz herzlich Nagerschlachter, Akanto Kriller, The PM Hunter, Monster Killer Karazan, Cloudy GM, Mann, ich kann mir diesen Namen nie alle merken, es ist doof. Black Diablos 100 MHFU Bundle, glaube ich, hatte ich noch nicht. Ja, ansonsten. Ah, genau, da Ace fehlt auch noch. Und Black Hand Kommando, wirklich ein super Typ. Wenn ihr euch noch für andere Computerspiele außer Monster Hunter Freedom interessiert, dann guckt einfach auf seinem Kanal vorbei, den haben wir auch verlinkt. Mega cool, wirklich. Und, ja. Jetzt geht's los. Mit dem Gravios. Habe ihn schon mal mit Kleinschwert versucht. Habe ich in MHF1 immer so gemacht, weil man in MHF1 noch nicht an den Beinen abgeprallt ist. Hatte ich leider vergessen. Und deswegen habe ich dann einfach keine Lust mehr gehabt nach 10 Minuten. Und ja, jetzt wird er mit Ukanlos-Stampfer zerstampft. Und dann ist alles wunderbar. Und der Ukanlos-Stampfer passt farblich auch sehr schön zu meiner Rüstung. Und Steve ist das absolute Oberopfer, weil er sich von dem Iopri vergiften lässt. Von dem Iopri? Das gibt's doch nicht. Iopri, eine niedere Kreatur, eine gescheiterte Existenz. Und wo sind hier die Kinatauren? Da, da ist einer. Sollen wir ihm den Triumph gönnen? Ja. Wir sind ja sozial. So, freudig, du hast mich geschlagen. Jo, jetzt bist du tot. Und Steve, das hast du auch verdient. Und oh Wunder, da hinten ist er. Und bevor er abhaut, werde ich einfach mal auf mich aufmerksam machen. Wow, ich habe ihn sogar geflasht. Eigentlich wollte ich nur eine Blitzbombe werfen, um ihn aufmerksam zu machen, dass hier jemand ist. Aua. Und ich meine nur, weil, wenn man eine Blitzbombe wirft, egal bei welcher Vivern, dann merken die, dass da jemand ist. Und das ist sehr schön. Funktioniert auch beim Plesiot übrigens. Der kommt dann auch nicht selten raus. Aus dem Wasser. Also einfach mal empfehlenswert, wenn ihr nicht wollt, dass eine Vivern eine Zone verlässt, einfach schnell eine Blitzbombe werfen. Dann merken sie schon, dass da wer ist. Und dann realisieren sie euch auch und bleiben meistens. Auch wenn sie sich nicht flashen lassen, aber sie realisieren auf jeden Fall, dass da was ist. Und das hier geht doch alles schon tausendmal besser. Denn jetzt ist er schon wieder am, Wow, Mann, dieser Abkuross hat mich getroffen. Meine Güte, geh sterben, Alter. Und was willst du? Oh ja, und das ist der absolute mega oberintelligente Lauf. Wenn er keinen Bock mehr auf Kämpfen hat, dann haut er einfach ab. Aber ganz so bockig muss er dann auch nicht sein. Weil wir wissen ja sowieso, wo er hingeht. Und wow, keine 198 Paintballs. Schade, ich hätte mich jetzt drüber gefreut, wenn es so gewesen wäre. Und wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Jetzt nicht mit dem Schwanz schlagen. Natürlich macht das doch. Ja, Steve ist natürlich die Intelligenzbestie schlechthin. Yo, Steve, geh hart ran. Aber... Naja. Alter, halt doch mal still hier. Was ist das für eine Scheißkatze? Das gibt's doch nicht. Demnächst nehme ich wieder Jessica mit. Jessica ist cool. Jessica wirft keine hässlichen Bomben. Steve hat die Eigenschaft meist Waffen, aber irgendwie macht er nur Bomben. Dieser hässliche Kinder-Tower hier geht mir auch ziemlich auf den Nerv. So, jetzt ist er Geschichte. Na, da hinten ist noch einer. Wo ist der Gravios?
Nein, ich hoffe, der geht jetzt nicht. Ah, doch, er geht auf mich. Nein. Ach nein, jetzt werde ich wahrscheinlich getroffen. Ja, war klar. Und dafür werde ich mich schrecklich rächen. Mann, was ist das für ein hässliches Tier? Boah, es gibt so Rache, Alter. So, diese Viecher gehen mir auf den Nerv. Und wie wäre es denn einfach mal aufhörst, schwachsinnig rumzurennen? Und dich stattdessen mal auf das wirklich Wichtige konzentrierst, und zwar darauf stillzuhalten. Und, oh ne, steht schon wieder so einer. Was ist das denn? Oh. Ja, es geht auf Steve. Warum rennt er nicht immer in die Lava rein? Stirb doch, Mann! Das bringt ihm auch voll jetzt was, diesen Feuerstrahl zu machen, wenn er unterirdisch rumsteht, rumgeht, was auch immer er macht. Und sowas geht mir auf die Nerven einfach, wenn die Viecher so eine Kacke machen. Och, Menü. Oh, nix wie weg. Ja, kick mich um. Das regt mich immer so auf, wenn ich nicht sehe, was abgeht. Na. Zum Glück zeigt er wenigstens hier vorher, was er macht. Und nicht so wie bei MHF1. Oh, das war auch cool. Ach, stirb. Keiner will dich. Aua. Yo, Steve, geh schlafen. Oh, ist er schon wieder wütend. Diesmal geht's schneller. Ich hoffe, ich werde unter 10 Minuten fertig. Ach Mann. Okay, das lasse ich mir gefallen. Was war das jetzt? Ich habe doch auf Abrollen gedrückt. Boah, wie mich das aufregt. Ist schwarzer Dampf oder nicht? Ja, leider. Jetzt werde ich einfach sinnlos Lebenspulver essen. Okay, da gehe ich jetzt nicht hin, weil sonst verlasse ich die Zone. Also kommst du bitte. Ganz brav. Kein Dampf. Gut. Och Mann, das regt mich so auf. Jetzt muss ich das wieder in zwei Teile schneiden. Gibt's doch nicht. Und warum wurde ich jetzt getroffen, verdammt? Und schon wieder gute Nacht. Und jetzt ist er endlich tot. Und zwar, hey, ich brauch's doch nicht zu zerschneiden. Das ist super. Okay, tschüss, Leute.